Herzlich willkommen beim 35. DocFest München. In diesem Jahr als DocFest München at Home 2020, der Online-Ausgabe unseres Festivals. Von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. Mein Name ist Isabelle Fontoux. Ich bin Teil des Programmer- und Autorinnen-Teams beim DocFest und ich freue mich sehr, dass der Film Tonsüchtig, die Wiener Symphoniker von innen, von Iva Schwarzowa und Malte Ludin Teil unseres Programms ist. Der Film ist eine Produktion aus Österreich und er läuft in der Reihe Doc Music als Deutschlandpremiere. Und bevor wir jetzt gleich mit unserem Gespräch beginnen, möchte ich als allererstes noch auf den Kino-Kino-Publikumspreis hinweisen, der von BR und Dreisat gestiftet wird. Wenn Ihnen der Film gefällt, dann können Sie einfach auf der Seite dieses Films beim DocFest-Programm abstimmen. Und nun freue ich mich sehr, die beiden Regisseure Iva Schwarzowa und Malte Ludin sowie den Produzenten des Films Kurt Meyer willkommen zu heißen. Herzlich willkommen beim DocFest. Hallo, Tag. Wie schön, dass es heute klappt, dass wir alle miteinander reden können. Meine erste Frage an Sie ist, wo befinden Sie sich denn jetzt gerade im Moment? Sind Sie bei sich zu Hause und wenn ja, in welcher Stadt? Vielleicht fangen Sie an, Malte. Ich bin zu Hause in Berlin und sitze in einem improvisierten Raum, weil wir durch die Quarantäne, in die wir gestürzt wurden, nicht gleich den richtigen Pfad hier in der Wohnung gefunden haben. Aber jetzt haben wir ihn so einigermaßen. Wunderbar. Und Sie, Iva? Ich sitze oben ganz in meiner Dachkammer über dem Himmel von Berlin in großer Hitze gerade. Und zu Hause natürlich, klar. In diesen Zeiten. Aber auch in Berlin? Mhm. Auch in Berlin, ja. Okay. Und Sie, Herr Meyer? Der Wiener sitzt in Wien. In einem inzwischen für mich riesigen Homeoffice, weil alle meine Mitarbeiter ihre eigenen Homeoffices benutzen, habe ich diesmal ein besonders großes. Prima. Was er aber ohne weiteres ausfüllt. Also. Ja. Wie ist die Idee zu diesem Film entstanden? Vielleicht die beiden Regisseure. Waren Sie die Ersten oder waren Sie, Herr Meyer, waren Sie der Erste, der die Idee zu diesem Film hatte? Gar nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass die beiden Regisseure zu mir gekommen sind. Aber da hatten sie schon lange Zeit dran gearbeitet. Wer hatte die erste Idee? Ich. Mich hat es immer fasziniert, diesen Klangkörper, diesen großen Klangkörper zu sehen. Und ich habe mich immer gefragt, was steckt dahinter? Wie kann es sein, dass so ein großes Ensemble so einwandfrei funktioniert? Wie geht das? Und ich habe mir immer diese einzelnen Leute angeguckt und wollte mehr wissen über sie. Und irgendwann mal bei einer Geburtstagsfeier einer Freundin von uns saß ich einem Opernregisseur gegenüber und sagte, ich würde so wahnsinnig gerne ins Orchester, ich würde so wahnsinnig gerne einen Film aus einem Orchester heraus machen. Und er sagte, ja, das ist eine gute Idee. Ich kenne da einen Dirigenten. Und so kam das. Ah, okay. Und wer war das dann? Der Dirigent war Philipp Jordan, den wir dann getroffen haben. Und der sagte, ja, das würde ihn auch interessieren. Und so kamen wir zu den Wiener Symphonikern. Und wir haben wirklich lange, lange Vorarbeit geleistet. Mhm. Auf Dank. Meyer dann viele Interviews geführt mit dem ganzen Ensemble, mit dem ganzen großen Klangkörper und Vertrauen gewonnen. Also es gab eine lange Recherchephase, in der Sie das Vertrauen aufbauen mussten erstmal. Hineingekommen, weil es ging da. Genau. Nicht zu hören. Und wir wollten ja auch aus dem Orchester heraus erzählen, also tatsächlich auch mit der Kamera im Orchester zu sein. Mhm, verstehe. Und deshalb mussten sie natürlich erstmal auch das Orchester so weit bringen, dass die das auch zulassen. Genau. Und dass sie uns erlaubt haben, beim Probespiel zu drehen, das war natürlich unglaublich toll. Schwierig natürlich auch, ja, weil wir hatten unsere Restriktionen, wir mussten da stehen und dort durften wir nicht stehen und hier und das. Aber das war natürlich großartig. Aber das ist interessant, weil das heißt, das Probespiel war nicht von Anfang an Teil Ihres Konzepts, sondern das kam erst im Laufe der Recherche oder der Dreharbeiten sogar? Nein, das war von vornherein klar, dass wir wahnsinnig gerne ein Probespiel drehen würden. Denn von Anfang an ging es ja darum, dass ein Konzertmeister aufhört und ein neuer gesucht wird. Mhm. Der Konzertmeister, der Wiener Symphoniker.
Das war der Startpunkt für die Filmerzählung, dass der alte Konzertmeister aufhört und der neue oder die neue dann gesucht wird. Und wie sind Sie dann vorgegangen bei den Dreharbeiten? Wie haben Sie sich denn aufgeteilt als Co-Regisseure? Malte? Das ging relativ konfliktlos und ich würde sagen, überraschend für mich konfliktlos, weil wir hatten sozusagen unsere Spezies. Iva war mehr an dem einen Musiker, ich war mehr an dem anderen Musiker. Je nachdem, wie der Draht sich da entwickelt hat von uns zu den einzelnen Damen und Herren, haben wir das eigentlich so aufgeteilt. Und dann ging es natürlich auch darum, dass Drehorte, dass wir da übereingestimmt haben. Und das haben wir eigentlich ohne Probleme, haben wir Drehorte immer gleich akzeptieren können, beide. Und Sie haben parallel gedreht? Also Sie waren immer gleichzeitig beim Drehen, beide? Ja. Jeden Tag. Schrecklich, nicht? Nee, wir haben uns auch aufgeteilt. Also durchaus an den Tagen, an denen wir zwei Kameras haben, haben wir natürlich mit dem einen gesprochen und der andere mit dem anderen. Aus ökonomischen Gründen. Das schon. Aber bei den großen Orchesteraufnahmen waren wir natürlich immer beide dabei, weil das ist ja, war ja hochspannend und auch wahnsinnig schön, diese Musik zu hören und dabei sein zu dürfen. Ja. Also das gibt einem das Herz auf. Also was diese Leute leisten jeden Tag bei den Proben. Mhm. Ist ja nicht nur das Können, sondern es ist auch die Seele, die sie hier reinlegen, um diese Musik zu produzieren und immer wieder neu zu produzieren und für sich neu zu erfinden, neu zu fühlen, neu zu spielen. Sie müssen sich ja immer wieder vorstellen, die spielen ja ganz viele Sachen immer wieder, nicht? Und das jedes Mal neu. Dass sie das so dafür brennen, das merkt man ihnen auch an, finde ich. Das ist das Schöne bei diesem Film. Ja. Und wie kam es dann, dass sie, was ich so spannend finde, ist, dass sie dann auch jemanden finden, der eben nicht mehr spielen kann im Film, der dann sagt, er hat diesen Druck nicht mehr standgehalten oder wie auch immer. Wie kam es dazu, dass sie diesen Protagonisten gefunden haben? Den gab es und es war natürlich ein Stück Arbeit, ihn davon zu überzeugen, dass er sich auch zur Verfügung stellt und dass auch wirklich seine Geschichte, das Drama erzählt, denn das ist ja etwas, was alle fürchten, was häufiger vorkommt, als man glaubt, aber was noch nicht erzählt wurde. Und das war natürlich ein Riesengeschenk, dass er das erzählt hat, sich getraut hat, das zu erzählen. Und es war auch für das Orchester natürlich ganz neu. Weil die wussten das gar nicht. Die wussten es, teilweise waren ja neue dabei, also die Alten wussten es, weil sie das erlebt haben und die anderen wussten es nicht, aber dass es einer so erzählt, wie er es erzählt hat. Ja, und da muss ich auch noch wieder sagen, mir hätte der es nicht so erzählt. Also das heißt, da war eine ganz klare Präferenz von ihm, der Iva das zu erzählen, weil es ist ja so, er erzählt ja eigentlich ein Scheitern und das tun Männer unter sich ungern. Insofern war es eigentlich ideal, dass sie die Chore gespielt haben? Ja, dass wir so sozusagen gemischt sexuell waren, nicht? Okay. Und wie kam es überhaupt dazu? Wer hat wen gefragt? Wir hatten ja ein Casting vorher, 3 Jahre vorher gemacht. Mhm. Aber wie hat sich entschieden? War das Ihre Idee, Iva als den Film zu machen und die haben dann Malte gefragt, wer mitmachen möchte oder wie ging das? Wir machen, Malte und ich sind ja verheiratet. Also wir sind nicht nur ein Team, wir sind verheiratet. Wir kennen uns gerade dann. Wir machen Filme gemeinsam seit 1989, seitdem ich meinen Abschlussfilm gemacht habe. Den haben wir auch schon zusammen produziert. Wir produzieren zusammen, wir schreiben zusammen, also jeder schreibt für sich natürlich und der eine produziert den anderen. Und das war tatsächlich zum ersten Mal, dass wir gesagt haben, das ist so ein großes Projekt, das ist so ein großes Ensemble, lass uns das doch zusammen machen. Mal gucken, ob es geht, weil sonst war es ja immer entweder der eine führte Regie und der andere produzierte oder umgekehrt. Und deshalb haben Sie sich auch diesmal einen externen Produzenten dazugeholt? Dann haben wir das Glück gehabt, einen so verständnisvollen, verständigen und wirklich unterstützenden, der selber Filmemacher ist, Meier zu finden, der das sofort verstanden hat. Und wir waren natürlich, ein Problem war immer, wir sind Deutsche in Wien und machen einen Film über das Wiener Orchester. War nicht einfach. Deshalb war es gut, einen Wiener Produzenten dabei zu haben. Also, mit dem wäre es gar nicht gegangen. Ja. Ist gar nicht gegangen. Und erzählen Sie von Ihrer Rolle.
Wie war das, Kurt, für Sie? An welchem Punkt sind Sie dazugekommen? Das Konzept stand schon oder wann sind Sie dazugekommen? Ja, dann gearbeitet. Da ging es schon einige Zeit noch hinein, bis es zu einer Einreichung kam. Ich fand diese Position spannend, die Außenposition. Ein Wiener hätte einen anderen Film gemacht. Es gibt nichts Wichtigeres als eine gewisse Distanz, um tiefer in eine Sache einzubringen. Mhm. Paradoxerweise ist das so. Mhm. Und daher fand ich das eine tolle Herausforderung. Und habe mich sehr gefreut, dass es an mich herangetragen wurde. Nicht ahnend, wie komplex das ist, muss man auch dazu sagen. Es ist also alles andere als einfach, mit einem Orchester zu arbeiten. Das macht man auch nicht so oft. Mhm. Aber ich muss auch sagen, das Orchester war auch froh, dass es so ein Angebot bekommen hat. Mhm. Auch das ist nicht alle Tage der Fall. Und wie Sie angesprochen hatten, zuerst war ein bisschen die Befürchtung, sein Film ist ein Imagefilm. Und es war bei allen klar, dass wir alle miteinander, auch das Orchester, nicht einen Imagefilm produzieren werden. Mhm. Und das war eine ganz tolle Basis, auf der wir aufbauen konnten. Ja, und das merkt man dem Film auch an, dass es eben kein Imagefilm ist, sondern dass es um was ganz anderes geht, nämlich um die Seele des Orchesters, finde ich, oder um dieses, was macht diesen Klangkörper aus mit allen Schwierigkeiten, die das auch bedeutet, in so einem Musikorganismus zu arbeiten. Genau, das, und ich finde auch, dass man dem Film auch den technischen Aufwand anmerkt, also die Sorgfalt, mit der die Bilder gemacht sind. Und Sie haben auch relativ oft mit einigen Kameras gedreht, auch gerade die Orchesteraufnahmen, oder? Vielleicht können Sie dazu noch kurz erzählen, wie das gemacht wurde. Es wurde ja oft auch von oben gefilmt. Ja, Markus, bist du? Nee, mach du. Wir haben, um es ganz salopp auszudrücken, mit allem geschossen, was wir zur Verfügung hatten. Es ist völlig klar, dass man seinen Film mit mehreren Kameras drehen muss. Und was nicht klar war, ist, wie kompliziert das ist, weil da ja viele, viele Bedingungen zu berücksichtigen sind, also überhaupt ins Orchester mit einer Kamera hineinzukommen. Ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Und auch in der Koordination ist es eine Herausforderung. Es hat auch alles natürlich länger gedauert und war aufwendiger, als ich das am Anfang absehen ließ. Überhaupt, bevor Sie auch drehfertig waren, oft auch, oder? Das Orchester musste bestimmt auch ab und zu auf Sie warten. Nee? Ja, geschafft? Da würde man den Klangkörper unterschätzen. Der Klangkörper ist mächtig. Und so ist es auch. Es ist auch nicht anders zu erwarten. Also da steht immer sehr, auch bei einer Probe, das klingt so, Probe, steht immer sehr viel auf dem Spiel. Für den Dirigenten, für die Orchestermitglieder. Also die spielen nicht für uns, die haben ein anderes Ziel. Mhm, verstehe. Und das muss man auch respektieren. Mhm. So gab es einen gegenseitigen Respekt, auch im Bereich, der sehr komplex war. Sie haben das Probespiel angesprochen. Da hatten wir einen Vertrag, ein genaues Reglement, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und was war nicht erlaubt zum Beispiel? Naja, wir durften zum Beispiel Zwischengespräche nicht aufnehmen. Mhm. Wir durften manchmal nicht bei der Kamera sein. Das war eine Kamera, die ferngesteuert war. Mhm. Alles um die Teilnehmer, einerseits um die Jury, muss man schon sagen, und auch die Teilnehmer zu schützen und nicht zu beeinflussen. Mhm. Es gab dann auch eine ganze Reihe von Musikern, die sich beworben haben beim Probespiel, die nicht im Film sein wollten. Mhm. Auch mal schmerzlich. Aber auch verständlich, weil der Antritt zu einem Probespiel bedeutet für einen Musiker sehr viel. Ja. Mich auch, wenn das öffentlich wird, dass er beim nächsten Probespiel, dass man sagt, naja, der hat sich ja schon bei den Symphonikern beworben und ist offenbar nicht genommen worden. Das hat für den betroffenen Musiker eine durchaus kritische Dimension. Das heißt, Sie hatten auch mehrere Protagonisten beim Probespiel und die sind dann im Schnitt dann auch wieder rausgekommen oder so, wie kann ich mir das vorstellen? Weil Sie wollten. Pardon, Iva, sag. Bitte, nee, bitte, Kurt.
Wir hatten beim ersten Probespiel war es in der Tat so, dass wir einen Protagonisten haben, den wir komplett rausschneiden mussten. Aber das war das erste Probespiel und wir wussten, es kommt ein weiteres. Mhm. Aber das war natürlich sehr schmerzlich. Da ging gar nichts. Da konnten wir gar nichts machen. Also wir mussten natürlich innerhalb eines Rahmens uns bewegen. Da hatten wir sehr viel Freiheit. Aber wir mussten, also das Orchester hat nicht auf uns gewartet, sondern wir mussten fertig sein. Wir mussten reinspringen. Ich meine, wir machen Rockfilm, nicht? Reinspringen und drehen und das kriegen, was wir haben wollen und möglichst viel davon natürlich. Aber ja. Es ging natürlich sehr auf die Nerven, aber wir saßen ja auch mittendrin, nicht? Wir störten auch. Ja? Wir waren ja, Sie sehen ja diese Bilder, nicht? Ja? Da ist kein Platz. Die sitzen manchmal so eng, dass da keiner reinpasst. Ja. Also die Kamera, Männer und Frauen knieten, lagen, saßen, wurden weggescheucht. Ja? Das war sehr hochspannend. Und auch, ja, da musste man irgendwie rein. Ja. In diese kleinen Räume, die es da gibt, nicht? Zwischen den einen. Ist auch wirklich hochspannend, diesen Stellwänden. Mir war nicht klar, dass das so funktioniert, dass die Musiker erstmal wirklich hinter einer Stellwand spielen, dass man sie erstmal gar nicht sieht, sondern nur hört. Auch das ist ja auch eine Herausforderung, es mit dem Film dann so aufzulösen, dass man diese Spannung auch weitergibt und diesen Eindruck. Das ist wirklich der schwierigste Moment für einen Musiker. Also da müssen sie wirklich innerhalb von kürzester Zeit alles geben, innerhalb von 5 Minuten alles bringen. Und das ist wirklich fürchterlich. Also das wird die Nervenanspannung. Die beschreiben es ja nicht. Sie sehen es ja im Film, wie Heinrich das wunderbar beschreibt und auch die anderen, was das bedeutet. Ja, wenn man in 5 Minuten alles bringen muss, was man jemals gelernt hat. Ja. Und nicht nur das Spiel, sondern auch noch die Seele. Ja, es sind keine Leistungssportler, auch wenn sie sich damit vergleichen, sondern sie sind viel mehr als das. Ja. Und das sind hochspannende, hochkomplizierte Persönlichkeiten, aber wir haben sie wirklich alle wahnsinnig gern gehabt, weil sie so sich dann geöffnet haben, gesehen haben, was es kostet, diesen Beruf auszuüben, ja, was sie tagtäglich bringen müssen und wie sie unzufrieden sind mit sich und ringen und immer besser werden wollen. Sie sind Perfektionisten in einem Maße, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Von klein auf müssen sie wirklich lernen, sich zu disziplinieren. Ja. Unglaublich. Ja, ich finde, das erfährt man ganz gut durch den Film, was es bedeutet, was es einem auch gibt, aber auch was es bedeutet, mit einem Orchester zu spielen. Und wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt immer Gastdirigenten. Und also es gibt keinen festen Dirigenten, sondern es gibt für jede Konzertreihe gibt es einen neuen Dirigenten? Oder wie funktioniert das? Nein, die haben einen Chefdirigenten, das war in dem Fall Philipp Jordan. Und dann gibt es ganz viele Gastdirigenten, die dann kommen und mit ihnen spielen. Und es ist manchmal schön und manchmal weniger schön für das Orchester. Manchmal fühlen sie sich verstanden, manchmal verstehen sie, was man von ihnen will, manchmal nicht. Mhm, verstehe. Also es ist schon... Ja, und wir wollten natürlich alle zeigen. Wir wollten zeigen, wie unterschiedlich das ist. Wie unterschiedlich auch das Orchester reagiert auf die Dirigenten. Ja, das ist auch sehr spannend zu sehen, finde ich. Wie viel Material hatten Sie insgesamt dann? Richtig viel wahrscheinlich, oder? Ja, einiges. Einiges. Und wie lange haben Sie denn gedreht? Wie viele Monate waren Sie denn dort? Oh Gott, hilf mir. Ja, übers Jahr. Übers ein Jahr lang? Nein, nicht ein Jahr lang. Kurt weiß es genauer, weil er bezahlen musste immer. über lange Zeit. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht auswendig, aber unter 30 Drehtage ist. Unter 30 Drehtage, was ja sehr wenig ist an sich. Mhm. Ja, ja und nein. Man muss natürlich den Aufwand berechnen. Mhm. Insbesondere der Tonaufwand ist ganz enorm. Mhm. Und auch bis zum Ende des Films. Eine der großen Herausforderungen mit dieser großen Anzahl von Tonspuren und verschiedenen Instrumenten zurechtzukommen und das in höchster Qualität. Das haben wir alles am Anfang ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Aber es ist gut gegangen, also es ist gut geglückt. Wir hatten ein tolles Team und ich glaube, es ist zu hören. Absolut. Ja, und ich finde, diese Sorgfalt merkt man dem Film auch an, dass die Wichtigkeit, mit der der Ton behandelt wird in dem Film. Aber natürlich ist das ein großer Aufwand. Ja, ja. Das kann man alles nicht umsetzen im Vorhinein. Wir wussten auch nicht, wie oft wir Proben drehen werden. Wie groß der Aufwand ist, ob wir etwas benutzen dürfen, was wir haben, dürfen wir natürlich nicht. Also
selber die Symphoniker haben keine Tonausrüstung, aber es hängen dort natürlich immer Mikrofone. Mhm. Also, aber wir haben das alles aus eigenem für uns aufgebaut. Mhm. Das hat gut funktioniert. Sie haben sich vorher entschieden, wer sind die wichtigen Musiker in dieser Probe und was wollen wir erzählen und dementsprechend sich positioniert dann für die Aufnahme. Ja, das müsst ihr sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass es gab am Anfang schon sehr konkrete Vorstellungen, wer in Frage kommt und im Laufe des Prozesses hat es sich verdichtet. Mhm. Genau. Hat sich auch verändert, weil wir hatten auch Protagonisten auf dem Zettel, die dann nicht als sie zum Beispiel krank geworden sind, fehlten. Das war für uns auch ein bisschen hart, weil da waren sehr interessanterweise Frauen dabei, ja, die Frau Siegwald zum Beispiel, fällt mir an. Aber ich wollte noch was anderes sagen, was mir wichtig ist. Sie sagten, die Musiker waren erstaunlich bereit, ihr Innerstes nach außen zu legen. Und das ist auch so gewesen. Natürlich haben sie, das war ein schmaler Grat, weil sie konnten natürlich auch nicht alles sagen. Ja, weil sie kennen das Ensemble, ein Ensemble von der Größe, da, das ist auch ein bisschen ein Haifischbecken. Aber sie waren erstaunlich, doch erstaunlich offen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es so viele Konzertfilme gibt, ja, wo einfach nur gezeigt wird, wie toll die spielen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich bei der Fußballliga immer nur sehe, wie er Tor schießt. Mhm. Ja, aber was dazu gehört, ja, was für eine wahnsinnige Vorbereitung und was für eine Disziplin und was für eine Konzentration. Und dass es nicht immer nur der gerade ist, der das Tor schießt, sondern dass da viele dazu beitragen. Das hat die eben gefreut, dass das mal rauskam und deswegen waren sie auch, glaube ich, gesprächig. Ja, und das ist auch das, warum es eben ein Dokumentarfilm ist und kein Imagefilm. Richtig. Ja. Schön an diesem Film. Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen reden zu dürfen und noch viele Dinge zu erfahren, die ich eben nicht erfahren hätte, wenn ich nur den Film angeguckt habe. Alles Gute. Ich hoffe, wir sehen bald wieder einen neuen Film, vielleicht auch in dieser Konstellation, wer weiß. Mal sehen. Ja, wir hätten schon einen Grund. Also die Fortsetzung wären, finde ich, ja auch spannend, muss ich sagen. Ja, genau. Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Die ist noch in der Probezeit. Eben, also. Ich hoffe, Sie sind dran. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Alles Gute. Und ja. Vielen Dank. Ja, genau. Und ein tolles Festival. Dankeschön. Ja, genau. Und die Daumen. Viel Erfolg. Ne? Vielen herzlichen Dank. Ja, ich drücke auch ganz fest die Daumen für das Festival. Und liebes Publikum, wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, dann bitte stimmen Sie ab für den Publikums-Award. Auf der Seite dieses Films können Sie direkt abstimmen. Und falls Sie den Film noch nicht gesehen haben, gucken Sie ihn unbedingt an. Das ist ein ganz, ganz sehenswerter und toller Film, wie ich finde. Und weiterhin viel Vergnügen mit Dogfest at Home 2020. Tschüss.